Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute am bisschen Schmutz hier. Heute am Freitag, dem 12. Mai 2023. Und 11.45 Uhr ist gut, Ankunft. Ich hatte 36, das hat mich jetzt hier 9 Minütchen gekostet. Aber das ist kein Thema. Alles wieder nach. Bisschen hier einrichten. Oh, er hat sich hingelegt für Bubu. Der ist mit mir rausgezogen. Macht jetzt wohl ein längeres Päuschen. Wir haben nur kurz gehalten. Wie immer, Kamera eingerichtet und jetzt geht's auch wieder los. Na komm. Ja, sag mal, geht's noch, ey? Also irgendwie, manche, die fahren mit zuhenden Augen durch die Gegend. Also echt, diese Planet Paintball, was ist Nidda? Planet Paintball. Bestimmt so eine Bude, wo man Paintball-Spiele abziehen kann. Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserer Freitagsfahrt. Ne? Und ja, wie soll ich sagen, es läuft eigentlich richtig gut, schon heute Morgen und bis jetzt habe ich auch echt keine Störungen, nichts gehabt, also ich kann wirklich nicht klagen. Na, kleiner Suzuki, an so einem habe ich ja auch Spaß irgendwie, aber ich weiß nicht, er ist auch sehr klein, ich sag mal so, da gehen ja wirklich nur zwei Leute und die Hunde rein und wo lässt du dein Gepäck, ne? Aber und auch so, ich meine, ziehen können die ganz gut, so zum Hänger ziehen sind die auch nicht schlecht und schön Bodenfreiheit. Ja, und wenn ich mir den so olivmäßig klar machen würde, hätte er schon was. Ja, vielleicht mal, hoppla, einen Grad höher stellen. Wir haben 14 Grad, aber frisch. Ne? Und wir, wie ihr sehen könnt, Regen, aber zu Hause nicht so. Also ihr sagt auch in den Nachrichten mehr im Süden von Hessen Regen. Ich konnte auch Auflieger wieder schön stehen lassen. Also brauchte nicht wechseln, weil mein Staplerfahrer, er war sich nicht ganz sicher, aber er meinte dann irgendwie, ja komm, kann stehen lassen. Ja, und mein Kollege darf dieses Teil hier nicht mehr abbauen. Ne? Das ist jetzt hier so ein praktischer Huthalter geworden. Den möchte ich jetzt nicht mehr missen, weil jetzt bei Vollbremsung die Kappe nicht mehr nach vorne wegrutscht. Naja, aber ich muss ihm noch ein paar andere Sachen mal sagen. Ja, was haben wir hier? Naja, gut. Es könnte ein bisschen schneller als hier 63 gehen, also finde ich schon, aber irgendwie, naja. Ja, jetzt wollte ich gerade eben schon von Hand runterschalten, aber da hat es dann die Automatik gemacht. Aber man, ab und zu darf man der Sache hier ruhig mal helfen, na, indem man mal runterschaltet. Ja, bei uns könnte die Sonne auch noch mal ein bisschen kommen, wer weiß. Wer weiß. Mit zu Hause auch schon telefoniert. Na, unserer Jenny, also dem ältesten Hund mit seinen 14 Jahren, geht es nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Also ob die es so weit schafft wie die Dolly. Eben fast 17 Jahre, also ich habe meine Zweifel. Die wirkt irgendwie schon älter so. Naja, man muss sehen. Hat nämlich gestern und heute Morgen nicht gefressen. Na gut, davon fällst du nicht gleich um, aber ist auch nicht so gut.
Da ist immer so ein Zeichen dafür, dass sie nicht fit sind, die Hunde. Weil wenn die fit sind, fressen Hunde. Ich überlege, unser Barry, der hat bis zum Schluss, gut, der hatte jetzt keine Probleme mit den inneren Organen, als er dann so alt war, sondern neurologische Probleme halt. Der hat bis zur letzten Sekunde, war der ganz glasklar, Nase, Augen und auch die Fresslust, da war alles top. Aber ihm ging es so nicht mehr gut, hat halt gelitten. Ich hatte ja Mittwoch den Titel, diese Woche ist der Wurm drin. Und der gestrige Tag war ja kein Video, aber nicht ereignislos. Also man muss sich wirklich langsam fragen, was ist hier los oder was ist los? Also was gestern da an Nachrichten reinkam, da konnte man wieder nur noch mit dem Kopf schütteln. Ihr werdet es natürlich alle mitbekommen haben. Ich rede jetzt darüber, weil ich ja betroffenen Werk irgendwo arbeitstechnisch ja ein bisschen verbunden bin, ne, was der eine oder andere ja weiß. Wir haben auch heute Morgen direkt am Leitstand drüber geredet und da waren Leute eben schon weitergehend wieder informiert. Als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, war noch nicht klar, wo also die Motive dieses Schützen oder Todesschützen in Sindelfingen, wo die, was das für Motive waren. Heute Morgen wurde es am Leitstand schon diskutiert und eine Weile später bin ich ja auf meinen Staplerfahrer getroffen, der hat dann sofort in seinem Smartphone geguckt und hat hier von der Zeitung mit den 4 Buchstaben die Seite aufgerufen und er sagte vorher schon zu mir, pass mal auf, es wird um Erdogan gehen und genauso war es. Es ging um Erdogan in irgendeiner Form. Die beiden getöteten Vorarbeiter als auch der Schütze gehörten, ich kann es ruhig sagen, weil ich weiß es und ich sag mal so, andere sprechen es ja auch aus, die gehörten zur Firma Renus, eine riesige Spedition, die in verschiedenen Werken vertreten ist. Auch in Kuppenheim gibt es eine Renus-Abteilung, wo lustigerweise der Chef auch noch ein Bekannter von meinem Staplerfahrer ist durch den Fußballsport. Aber die haben natürlich mit Sindelfingen jetzt keine direkte Verbindung oder so. Nee, und wie gesagt, alle drei Beteiligten gehören zur Firma Renus. Ist es ein eskalierter Streit um die Wahlen, um Erdogan. Die Wahlen sind ja jetzt am Sonntag. Und meine Frau fragte mich gestern, ob hier mein Staplerfahrer eben auch wählen würde. Ich habe gesagt, nee, wieso? Der ist doch Deutscher. Was hat denn der dann damit zu tun? Da wählt er natürlich nicht. Nein. Er ist Deutscher und er ist kein Ex. Er ist nicht unpolitisch, aber er ist nicht extrem politisch oder so. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Ich sag mal so, da sind wir beide eigentlich gleich gestrickt. Wir haben nichts zu tun mit Extremismus. Und er sagte nur, was für ein Drama. 3 Familien zerstört durch die Tat. Ne? Kann man wirklich so sagen, 3 Familien zerstört. Denn der Typ, der das getan hat, der wird schon schön 20 Jahre einsitzen, ist 53. Wenn er Glück hat, kommt er, bevor er stirbt, noch mal raus aus dem Knast. Nein. Es ist Wahnsinn. Und er meinte nur dann zu mir, man kann ja nirgendwo mehr hingehen. Und das stimmt auch. Er sagt, du kannst nirgendwo mehr hingehen, egal wo, ob du in der Kirche gehst, in der Kita, zur Arbeit. Überall kann es eskalieren. Und es war ja an
Ja, man kann eigentlich so ein bisschen von Horrormeldungen sprechen. Nicht die einzige gestern, da, ich meine, ich war da noch quasi informationstechnisch mit dieser Sindelfingen-Geschichte beschäftigt. Da ploppte quasi schon die nächste Nachricht auf, und zwar dieser Vorfall in Ratingen, wo ja, Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus gerufen worden sind. Und als sie dann dort eintrafen, ist die Wohnung in, genau in diesem Moment explodiert, sodass man, ich sage mal, sodass man davon gesprochen hat. Weil ob das jetzt wirklich so Fakt ist, das wird sich alles zeigen. Ja, das sah so aus, als wenn es eine absichtliche Falle für die Rettungskräfte gewesen wäre. Was natürlich... Puh, also als ich das gelesen habe, irgendwie Rettungskräfte in Falle gelockt, Explosion und so, da habe ich, ey, da habe ich schon gedacht, was geht ab, ne, was geht ab? Und ich habe auch noch keine Ahnung, wie das ausgegangen ist, weil halt, ja, ich um 18 Uhr ins Bett musste und die letzten Meldungen da noch keine Aussage dazu gemacht haben, ob die Sache ausgegangen ist. Denn die was ich noch gelesen habe, da war es quasi noch so, da war immer noch ein Mann, der Täter, in der Wohnung, in der brennenden Wohnung, und die Löschkräfte konnten nicht hin, um halt zu löschen, weil immer noch eine Gefahrenlage da war. Und dann haben wohl Scharfschützen Posten bezogen und so. Und es gab wohl auch die Idee, halt da Scheiben zu zerschießen, damit die mit dem Wasserstrahl da in die Wohnung reinkommen. Denn ist ja klar, es ist eine Wohnung in einem Hochhaus. Und die wollten natürlich jetzt verhindern, dass das ganze Hochhaus abbrennt oder eben unbewohnbar wird. Halt. Manchmal reicht ja, wenn eine Wohnung richtig im Vollbrand ist, da kann durch, weil die Rauchgase durch die Lüftungsschächte ziehen und so weiter, durch die Flure, können auch andere Wohnungen dadurch unbewohnbar werden. Ja, und dann nicht genug, gab es natürlich noch eine dritte, ja, nee, das war dann heute Nacht im Radio, genau. Das war heute Nacht im Radio, da habe ich dann noch die Meldung gehört, dass irgendwie ein 37-Jähriger eine 45-jährige Frau mit einem Messer angegriffen hat. Und ja, ich glaube, ja, da gab es beide schwer verletzt. Ja, beide schwer verletzt, wo man sich natürlich fragt, wie kann es sein? Aber vielleicht hat die Frau sich gewehrt, erfolgreich gewehrt, und der Täter dann seine eigene Klinge abbekommen. Ne? Und ja, also das, ich finde, das ist schon eine echt heftige Bilanz. Ich meine, jetzt sagen manche Leute, ja, das sind die Medien oder so. Ja klar, die Medien sind nicht die Ursache für diese Taten, sondern die Medien sind, was heißt verantwortlich, die verbreiten es natürlich, und das in einem ganz anderen Maße als früher. Weil ich meine, früher hast du vielleicht auch davon erfahren, Tage später, weil solche Meldungen ja schon auch bundesweit die Runde machen. Aber jetzt, heutzutage ist das ja so, ich sag mal, da ist das Feuer noch nicht gelöscht, da sind schon die ersten Aufnahmen und Informationen im Netz. Oder die Gefahrenlage noch gar nicht gelöst. Na? Ah, was machst du hier? Ah, ja. Er hängt auf dem Lenkrad und ja, spricht. Aber gut, mit dem Sprechen kann ich nachvollziehen. Er spricht über Freisprech, völlig in Ordnung. Habe ich auch die ganze Nacht gemacht. Habe wieder fleißig telefoniert mit meinem Kollegen. Okay, es ist so, dass ich da natürlich nicht so richtig vorwärts komme mit meinem Hörbuch. Aber es ist nicht schlimm. Es gibt ja die nächste Woche, wo ich dann wieder viel Zeit fürs Hörbuch habe. Nein, es hat einen sehr, sehr positiven Effekt. Nicht nur den Effekt, dass man halt sich austauscht und Dinge diskutiert. Nein, einfach so. Man bleibt wach und fit. Also in der Woche, wo wir miteinander telefonieren, habe ich überhaupt keine Probleme mit Müdigkeit morgens, so die letzte Stunde oder dergleichen.
selbst wenn wir eine Stunde vor meiner Ankunft aufhören, miteinander zu telefonieren, weil er dann halt was tun muss, beziehungsweise, ja, weil er dann Action hat aber mal, ich bin dann irgendwie so aufgeweckt durch unsere Gespräche, dass ich da die letzte Stunde also ganz locker abreiße. Heute Morgen war es aber nur noch eine halbe Stunde. Ich war auch der Erste am Leitstand. Ich musste schon ein bisschen drosseln, weil es lief so gut, so flott, dass die Ankunftszeit laut Else bei 5.58 Uhr lag. Und das kann natürlich hinterher dazu führen, dass man vor die geschlossene Schranke kommt. Aber ich muss sagen, diese Woche war fürs Öffnen der Schranke ein Mann zuständig, der, ja, wir haben uns schon mal so ein bisschen ausgetauscht, der da eben für diesen zivilen Sicherheitsdienst arbeitet und der hat auch gedient. Und 4 Jahre er wollte dann unbedingt wissen, was mein Dienstgrad war. Ich war ja nur Hauptgefreiter und er war, ich weiß nicht, ich glaube Stabshauptgefreiter oder Haupt. Ja, Stabshauptgefreiter, so heißt es richtig, ne? Ja, Stabshauptgefreiter, was eben eine Nummer höher ist. Diese Dienstgrade gab es zu meiner Zeit nicht. Das ganze Stabzeug war abgeschafft. Das haben sie erst wieder eingeführt, jetzt im Zuge dieser, ja, im Zuge der, des Aussetzen von der Wehrpflicht und weil es ja jetzt eben auch Mannschaftsdienstgrade gibt, die 4, 6, 8 Jahre lang dienen, aber Mannschaftsdienstgrad bleiben. Ne? So wie in der englischen Armee ja auch schon ewig. Ja, hier müssen wir gleich wieder gucken, schauen. Das ist hier echt ein bisschen uselig, diese Baustelle. Aber ich muss ihr bis jetzt lassen. Jetzt habe ich wieder den Mund zu voll genommen, weil da vorne einer nicht durchblickt. Zum Verrecken nicht durchblickt, weil er nicht richtig hingeguckt hat, ey. Da halten sie fast an. Ich muss mich wieder runterleveln, nicht aufregen. Aber ich glaub mir, da vorne, der Ford Focus oder was da ist, der hat's jetzt verpeilt. Er will weiter auf die 5 und kackt sich jetzt ein, weil er denkt, das wird nichts. Jetzt hat er gerade geblinkt, ist nach links gependelt, wieder jetzt. Jetzt fährt der eine raus, der war hinter ihm, der hellblaue da hinten, den ihr sehen könnt. Und ich muss natürlich aufpassen hier. Hier ist schon mal ein bisschen ekliger Rückstau. Aber wir können mal ganz vorsichtig schon mal auf links gehen. Ich sage dir, ey, das ist doch wieder so eine... Ja, ich konnte nicht richtig erkennen, wer da drin saß, aber das war... Ja, hier wird es gleich ekelig eng. Wir wollen da nichts riskieren hier. Ja. Also was sie sich hierbei überlegt haben, ne, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was sie sich hierbei gedacht haben. Weil ich weiß nicht, also das, ist keine Breitenangabe. Weil man kann nur hoffen, die sind schnell fertig. Das sieht so aus, als wenn die nicht allzu lange arbeiten würden. Ich muss auch sagen, diese Firma, diese blaue Baufirma, die hat auch an anderer Stelle schon mal was gemacht. Und die machen, glaube ich, nicht so die ganz tiefgreifenden Sachen. Die machen mehr so die Flottenklamotten. Könnte mir vorstellen, im Laufe der nächsten Woche haben die das hier im Griff. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir sind jetzt links. Ja, ob hier jetzt rechts neben mir ein LKW fahren könnte, möchte ich fast bezweifeln. Ne? Ah ja, lässt sein. Er macht seinen
ist ein Kipper sauber. Das ist nämlich die Sache, wenn du Kipper fährst, wenn du hier so Asphalt fährst und so, da kannst du nämlich immer deine Kippfläche mit Diesel ausspritzen und musst du alles sauber machen. Und wenn du das nicht sofort machst, dann pappt die Klamotte so fest, da kriegst du das nicht mehr weg. Und ob das immer so schön ist, weil nämlich ein Kollege zu den Kippern, also hat gewechselt. Der wollte mal was anderes machen, mal was anderes fahren. Er fährt jetzt eben Kipper. Mir stehen die zu viel. Hat auch was natürlich mit den Kollegen zusammen zu stehen, ein bisschen zu quatschen so, aber ach nee. Ich sag mal so, insgesamt, ich mach's ja, weil ich fahren will. Ich will rollen, ich will ein bisschen Strecke machen. Das ist so meins. So. Da sind wir schon mal durch. Ah, ich sehe schon 3 Minuten hinten. A49, A5, da sind schon mal 3 Minuten. Gibt es einen besonderen Grund? Nee, einfach nur wegen Baustelle. Das ist schon mal gut. Nee, diese Woche war wirklich ein bisschen der Wurm drin. Ich bin, sagen wir mal so, ich war immer früh unten. Nicht immer der Erste, aber unter den ersten 3, 4. Hab alles... unten in Gaggenau immer super schnell abwickeln können und so und bin auch bei Zeiten los. Und am Anfang, ja gut, es gab dann nur heute keine Verzögerung an der Kreuzung, wo es auf die Autobahn A5 geht in Gaggenau. Nur heute keine Verzögerung. Die anderen Tage schon alle, jeden Tag, also gestern sogar pro irgendwie 16 Minuten, so dass Else schon wieder mir diesen Tipp gegeben hat, wo ich mich eigentlich ein bisschen aufregen könnte, und zwar über die Entsorgungsanlage zu fahren, was ich ja auch eine ganze Zeit lang gemacht habe, bis die Polizei mich angehalten hat und gemeint hat, da dürfte man nicht herfahren, ne, gesperrt für über 7,5 Tonnen, und ich schön 100 Euro bezahlen konnte und ja noch vom Glück sagen konnte, dass ich keinen Punkt bekommen habe. Aber ein komisches Geräusch jetzt von dem da rechts, fand ich. Ja, aber es ist auch noch was passiert. Es hat mich mal wieder erwischt. Es hat mich mal wieder erwischt. Seit langer Zeit, in diesem Jahr zum ersten Mal, im letzten Jahr weiß ich gar nicht, ob es mehrere Male war, keine Ahnung, aber in diesem Jahr zum ersten Mal bin ich doch mal wieder geblitzt worden. Und das Verrückte ist, ich bin gestern geblitzt worden, am Donnerstag. Und ich habe am Dienstag, glaube ich, noch mit unserem Mann von der Werkstatt gesprochen und habe gesagt, hör mal, mit meinen Reifen auf der Antriebsachse, er meinte nämlich zu mir wegen Geld sparen und so, die würden noch eine Woche gehen. Da sage ich so zu ihm, ich muss mal wieder gucken, ob ihr auch am Ball seid, ja. Da habe ich zu ihm gesagt, okay, ich fahre den Dinger noch eine Woche, das müsste hinhauen. Ja, und plötzlich, das war am Dienstag, glaube ich, genau. Als ich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann durchstarte, finde ich einen Zettel vor, steht drauf, Räder auf der Antriebsachse nachziehen. Und dann, da muss ich sagen, war ich meinem Kollegen
sehr dankbar meinem Kollegen, der nach Heiligenstadt fährt, weil wer hat schon Lust, nachts um zwei, halb drei da sich in der Werkstatt da den Drehmomentschlüssel zu suchen und da die Radmutter nachzuziehen. Nein, das hatte er dann schon erledigt. Da stand, ist gemacht. Das fand ich super. Ja, und dann habe ich geguckt und habe ich gesehen, Mensch, haben sie mir die neuen Reifen drauf gemacht. Habe ich ja jetzt schon auch ein bisschen, naja, drauf nachgeschaut und hatte ja schon davon gesprochen, demnächst gibt es neue Reifen. Dann, ja, und man kann es jetzt auch sehen, wenn ich jetzt 90 fahre, 90 eingestellt, dann haben wir auch 90 auf dem Navi, wo vorher, sagen wir mal, vielleicht 88 war. Also das hat schon was gebracht. Aber ja, leider mit diesem negativen Effekt, dass ich jetzt nicht mehr einfach so an irgendwelchen Blitzern vorbeifahren kann. Vorher war es ja so, 90 eingestellt, 88 gefahren, am Blitzer vorbei. Der Mist zieht 3 ab, ist 85, gibt nichts. Ne? Oder 87, 3 ab, 84 gibt auch nichts. Ja, aber wenn du echte 90 fährst und 3 abzieht, dann bist du bei 87. Und dann, ja, kostet das. Und das Verrückte war, da stand jetzt die Woche über bei Karlsruhe irgendwo so ein Blitzanhänger auf dem Rückweg. Ich wusste, dass der da ist. Und ich habe ihn auch rechtzeitig gesehen und reagiert und bin dann schön mit 85 vorbei. Und als ich gestern so fahre, dann denke ich so, na, du musst aufpassen, da hinten ist der Blitzanhänger und so. Und davor, ach, ein Kilometer höchstens, ist eine Linkskurve. Und da ist für PKWs 120 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da wird hin und wieder mal in der Kurve eben mit Blitzgeräten eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Nur habe ich dann gestern so gedacht, so, man muss sich wahrscheinlich wirklich kurz bevor es passiert, habe ich so überlegt, habe so gedacht, ja, die werden ja wohl jetzt da nicht blitzen, wenn einen Kilometer weiter der Anhänger da steht. Und ich habe den Gedanken noch gar nicht zu Ende geführt. Da sehe ich im rechten Augenwinkel 3 Geräte und da macht schon Flatsch. Das heißt, glaube ich, nicht nur einmal. Vielleicht hat er auch noch einen BKW noch mit erfasst oder ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hat es schön geblitzt und die Rechnung wird kommen. Aber okay, ist das erste Ding in diesem Jahr und ein bisschen Verlust ist ja immer. Das hat mich jetzt ein bisschen geärgert, aber nicht aufgeregt. Aber es passte zur ganzen Woche, in der so ein wenig der Wurm drin war. Und ja. Aber jetzt heute am Freitag, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, da hat mich sogar mal mein Staplerfahrer um 10 bis 15 Minuten beraubt und trotzdem liege ich mit 11.50 Uhr Ankunft und Anhalten wegen Video einfach hervorragend in der Zeit. Gut, meine Frau guckt auch sehr da drauf, die fing schon gestern an, halte ich nicht so lange auf in der Firma, quatsch nicht rum und so. Ich muss noch einkaufen gehen, weil sie ist ja früher freitags vormittags einkaufen gegangen. Aber jetzt, wo wir den Welpen haben, naja, also über Nacht ist er schon alleine mit den anderen Hunden in der Küche. Aber am Tage, da lassen wir den nicht, wer weiß wie lange alleine. Also mal eine ganz kurze Phase. Aber eigentlich nicht. Der muss noch ziemlich unter Kontrolle bleiben. Der macht sonst zu viel Blödsinn. Vor allen Dingen gestern hat sie es zweimal geschafft. Bisher konnte sie es ja nicht. Sie hat es also gestern zweimal geschafft, auf die Couch zu springen. Das eine Mal, da hat meine Frau das wohl irgendwie gesehen. Und gestern bei mir war es so, ich habe gar nicht gesehen, wie sie es gemacht hat. Aber auf einmal schwuppdiwupp
war die auf der Couch und wir haben da auf der Couch Lehne, ist so ein kleines Kissen und so ein langes Dackelkissen, so eigentlich so eine Zugluftsperre, die wir früher mal benutzt haben, aber dann irgendwie, naja, die liegt schon ewig da auf der Lehne. Und ehe ich mich versah, hatte sie sich den Langdackel gepackt und das Kissen und schüttelte das durch, musste ich sie leider natürlich verweisen. Nein, geht natürlich nicht. Aber man muss jetzt gucken. Jetzt hat sie sich schon wieder, ist sie schon wieder einen Schritt weiter halt. Ja, ich weiß auch nicht, was. Also mal, ich nenne ihn ja immer nur so. Ja, ich hätte fast gesagt, liebevoll, mein Türke. Nein, er ist ja Deutscher. Nein, also mein Staplerfahrer. Da haben wir ein bisschen geredet und so. Und er hat dann also nochmal mir gegenüber so zum Ausdruck gebracht, dass er selber überhaupt nicht so politisch ist. Und er hat mir da eine Sache erzählt. Da war er nämlich, da war er noch in der anderen Halle tätig, da in der Produktion. Und dann war er mal am Kaffeeautomaten und dann kam jemand an. Er wusste, glaube ich, dass der Kurde ist. Der Typ wusste es von ihm aber nicht ganz sicher, ob er, also mein Staplerfahrer, Türk ist oder türkischstämmig. Und dann kam dieser Kurde an und wollte ihm auch jetzt irgendwie so ein Gespräch aufzwingen. Und da hat mein Staplerfahrer zu ihm gesagt, pass mal auf, du ziehst dir hier einen Kaffee, ich zieh mir einen Kaffee, wir können gerne gemeinsam Kaffee trinken, aber alles andere, da habe ich nichts mit am Hut und will ich auch nichts von hören. Und wie gesagt, er hat dann einfach klar gemacht, hör mal, mit diesem ganzen Zwist hier, Türken, Kurden, habe ich nichts zu tun, will ich auch nichts zu tun haben. Er hat gesagt, du bist für mich ein Mensch, ich bin ein Mensch leben und leben lassen und fertig. Und mit diesem ganzen Theater da, eben, da hat er nichts zu tun. Er hat nichts gegen Kurden halt, ich weiß auch gar nicht. Er hat auch gesagt, mich interessiert auch nicht, ob du jetzt hier bei der PKK bist oder was weiß ich für ein Verein. Ich sehe dich nur als Mensch und fertig. Oh, jetzt sind wir schon bei 6 Minuten da hinten. Naja, gut. Ihr kennt das ja. Da werden wir uns schon, aber kein Stillstand. Da werden wir uns schon irgendwie durchschlören. Ich weiß gar nicht, ich glaube einmal die Woche, da bin ich Homberg raus. Ja, hatte ich glaube ja Mittwoch erzählt, ich glaube Dienstag oder was. Also wie gesagt, im Moment ist es komisch. Hier geht es eigentlich jetzt so, ist nicht so voll. Und deswegen auch kein ausgewiesenes Überholverbot. Alles gut. Bilni. Ach, Lukmatz hier. Ein Servicemobil von Lukmatz da. Ja, entschuldigt meinen Ausdruck, diese Verbrecherbude aus Polen. Aber nicht in deren Farben. Müsste eigentlich blau sein, die Karre. Nein, leuchtendem Blau. Ach, da wäre ich schon wieder Überholverbot, sehe ich schon wieder von hier aus. Cargoline, die haben eine Riesenhalle bei uns da, mehr oder weniger nebenan von der Firma, hingesetzt. So wie ich jetzt gehört habe, stellen wir da wohl auch 2 Wechselbrücken oder was. Also ich sag mal so, die sind, also diese Halle ist nagelneu oben auf dem Berg, ein Riesendingen und so. Ist ja klar, dass man als Spedition dann versucht, da ein bisschen reinzukommen.
Es ist so eh so, ich habe auch zu meinem Staplerfahrer gesagt, ich sage, weißt du, wenn ich das so mitkriege, dass hier Kurden und Türken sich hier anmachen und so, dann denke ich nur, verdammt nochmal, was ist das hier, dass sie ihren Streit hier bei uns austragen? Auch diese Eskalationen bei Demonstrationen und so. Und Demonstrationen hin oder her, da meint selbst mein Staplerfahrer, was demonstrieren die hier, ja? Weil es ist, das habe ich mich schon öfter gefragt, wieso demonstrieren, ja, Leute hier wegen Problemen, die gar nicht hier sind, ja, die in ihrem Heimatland sind. Da finde ich das irgendwie total daneben, dass sie diesen Streit hier austragen, beziehungsweise hier, und was soll das bringen? Was soll das bringen? Und ich habe mir, das war aber schon am Mittwochnachmittag, da habe ich mir zwei Videos angesehen, ich bin zufällig drauf gestoßen, und zwar der Titel, ich wollte es dann wissen, Ausstreitung am Gedenktag und so. Und zwar ging es eben um diesen Gedenktag in Berlin an diesem russischen Ehrenmal da, wo auch diese Rockergruppe, die diese Nachtwölfe da hingekommen sind, nicht wollten, sondern sie sind. Da war es ja auch schon so, als ich gehört habe, die kommen da mit einer riesigen Gruppe Biker, um da irgendwie dem Tag zu gedenken. Und dann habe ich auch noch gehört, eben, was heißt das, das weiß ich schon länger, dass sie so sehr Putin-nah sind und so weiter. Und da habe ich auch mir gedacht, was ist denn das, ey, wie können vor allen Dingen, machte es den Anschein, als wenn die da mit einem Z auf dem Motorrad angefahren konnte. Da habe ich gedacht, das kann man denen doch nicht durchgehen lassen. Ne? Wenn hier sogar Firmen ihr Z aus dem Namenslogo entfernt haben, kann man denen ja wohl das Ding nicht durchgehen lassen. Naja, und so wie ich dann da auch von der Pressesprecherin der Polizei erfahren konnte, hat man die irgendwie an der Landesgrenze zu Berlin-Brandenburg abgefangen und dann nur noch in kleinen Gruppen weiterziehen lassen. Da, ich vermute mal, damit die nicht so ein martialisches, dominantes Auftreten haben. Also nicht, ich sag mal so, das ist jetzt eine fiktive Zahl, wenn die jetzt mit 200 da waren, dann haben sie die nur noch zehnerweise oder so da wegfahren lassen, was natürlich den Auftritt mildert. Und dann habe ich mir, wie gesagt, zwei Videos angesehen von den Geschehnissen da am Ehrenmal. Und da waren schon Dinge dabei, wo ich also ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe. Es war irgendwie verboten, die russische Flagge zu zeigen. Und es wurde wohl auch eine Art Eingangskontrolle durchgeführt. Aber so wie später ein junger, ob er überhaupt noch Russ ist, ein junger Russischstämmiger oder ein junger Kasache, der aber einwandfreies Deutsch sprach, der vielleicht sogar hier geboren ist, der meinte, also es gibt schon Möglichkeiten, halt so eine Fahne eben reinzuschmuggeln. Und mit dem Bürschchen war auch was Spezielles. Der hat die Fahne reingeschmuggelt, dann ist er hoch zu dem Ehrenmal, hat die Flagge ausgebreitet und dann hat er natürlich sofort die Polizei an den Hacken gehabt. Dann wollte er wegrennen, oder er hat es auch versucht, er ist weggerannt, hat aber auch gesagt, dass er von Anfang an nicht der Meinung war, dass er wirklich hätte fliehen können. Es war auch so, er wurde von zwei Polizisten verfolgt. Der eine musste konditionell aufgeben, aber der andere hat nochmal richtig durchgezogen und da haben sie ihn dann gehabt. Aber die haben den halt nur kurz festgesetzt, haben ihm die Fahne abgenommen, aber dann eigentlich auch wiedergegeben, denn als er interviewt wurde von dem Reporter, da hat er die sowjetische als auch die russische Fahne gehabt.
Und dann, dann wurde er von dem Reporter gefragt, wo kommen Sie her? Da sagt der Bursche doch echt aus Kasachstan, ja. Naja, und da hat der Reporter mal ein bisschen weiter nachgefragt. Natürlich nicht, er kam aus Berlin und hatte kasachische Wurzeln. Und ob er da, der war so, war wie alt mag der sein, 16, 18. Also ob der da geboren ist, ist auch schon zu bezweifeln. Und dann wurde er gefragt, ja, was bedeutet Ihnen das oder was bedeutet dir das hier? Ja, Ehre und bla bla bla. Ey, ich habe nur gedacht, mein Gott, ey. Also es lag mir zwischen der Zunge zu sagen, ja Junge, dann geh doch dahin. Dann geh doch dahin. Was soll denn dieses ganze Theater bei uns hier im Land? Na, vor allen Dingen dann dieses Bekloppte, also das fand ich total bekloppt. Die russische Flagge, wie gesagt, verboten, aber es war wohl nicht verboten, mit einer ukrainischen Flagge rumzurennen. Und da gab es doch wirklich Leute, also zwei habe ich gesehen in dem Video, die hatten sich dann so die ukrainische Flagge über die Schultern gelegt und liefen da rum. Ja, das führte dann dazu natürlich, dass die angesprochen und angemacht worden sind. Und da sage ich euch ganz ehrlich, also wenn ich da hätte behördlich zu entscheiden gehabt, ich hätte gesagt, keine Flagge für keinen, ja, absolut keine Flagge. Denn da musste einer von den Bikern, von diesen Nachtwölfen, der hatte irgendwie die serbische Flagge auf seinem Dingen da, da musste er die mit Klebeband vor den Augen der Polizei abkleben. Also dabei war die nur so groß hier auf dem Oberarm. Also total, also eigentlich Quatsch, ne? Als wenn da einer jetzt so hingeguckt hätte. Ja, aber ich fand eben, die ukrainische zu gestatten, ist doch dumm gewesen, weil das führte natürlich zu Provokation. Da haben dann diese Russen immer irgendwie skandiert, irgendwie Razzina oder was weiß ich, was die da gerufen haben. Und gesungen und dann hätte ich noch was gemacht. Sie haben ja Einlasskontrolle gemacht. Ja, mein Gott, warum haben Sie denn kein Alkoholverbot dort ausgesprochen? Denn du konntest im Abfalleimer die Flaschen sehen, ja, die Schnapsflaschen, die ragten da raus. Außerdem war da ein Russe, der war sehr auffällig, weil er sehr lautstark in der Diskussion war mit so einem, der die ukrainische Fahne getragen hat. Und dem hast du das angesehen, dass der schon voll war wie eine Haubitze. Das Gesicht knallrot, die Augen glasig, wässrig, die Bewegungen eben. Du hast gemerkt, der steht voll unter Alkohol. Und dann hat er sich da immer aufgeregt, dass schon andere ihn immer so zurückgehalten haben und festgehalten haben. Dann haben sie diesen mit der ukrainischen Fahne total bedrängt. Dann ist die Polizei dazwischen und so, hat sich dazwischen gestellt. Nee, tut mir leid, also das hätte man auch ein bisschen besser. Wie gesagt, komplettes Fahnenverbot und Alkoholverbot. Und wer dagegen verstößt, direkt mal eine kleine Lampe, eine Ordnungsstrafe oder was. Also das hätte man anders abziehen können. Diese Rocker da, die haben da ein bisschen Show abgezogen. So, da hatten sich wohl irgendjemand organisiert mit einem Haufen roter Nelken. Ja, ich glaube Nelken, ich habe nicht so die Ahnung vom Blumen. Und dann haben die sich da hingekniet und bekreuzigt und hast du nicht gesehen. Ey. Und dann war da sogar einer dabei, der hatte klein die deutsche Flagge hier an seiner Jacke. Und er meinte auch, er wäre Deutscher, aber er hätte eben... und dann wurde er gefragt, ja, zu welchem Club gehören Sie denn? Und da sagte er... ich bin ein freier Biker, ein Free Rider und hatte das auch auf seiner Jacke stehen. Und als so einer betrachte ich mich ja auch. Ich gehöre ja auch zu keinem Club oder Verein. Ne? Wenn überhaupt, dann bin ich auch ein Free Rider. Und 2 Minuten ist doch nichts. Da macht er hier so einen Alarm hier mit Rot und allem. Und auf jeden Fall
da haben die sich aber, die waren eigentlich friedlich und zurückhaltend, diese Hocker, muss ich wirklich sagen. Was ich noch krass fand, war ein anderer Vorfall. Und zwar war da ein Reporter, also jemand mit einer Kamera, der sah sehr asiatisch aus, also hatte geschlichte Augen, pechschwarze Haare und so. Und der hat da gefilmt. Der stand auf einer Bank und hat er so gefilmt. Und vor ihm waren da so drei Mädels. Wie alt mögen die gewesen sein? Grob zwischen 16 und 18 oder was. Auf einmal ging's los. Da haben die den attackiert. Nachdem getreten, haben rumgeschrien, rumgebrüllt, haben den verfolgt, ja. Er hat sofort den Rückzug angetreten, ist wirklich vor denen ausgewichen, bis dann endlich Polizei dazwischen gegangen ist. Und dann haben die sich aufgeregt, so von wegen, ja, der hat uns gefilmt und so weiter und bla bla bla. Ja, da hat die Polizei gesagt, der gehört zur Presse, der darf das. Und die Sache ist ganz einfach die, das scheint einigen, die so den, ja, die immer so geneigt sind, da den Lauten zu machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mal von irgendjemand jetzt mehr oder weniger zufällig gefilmt worden sind, denen sei mal Folgendes gesagt. Gehe ich auf eine öffentliche Veranstaltung, wie dort da zu dem Gedenktag oder auf einen Flohmarkt und da ist jemand, der filmt und wenn der mir die Kamera nicht explizit ins Gesicht hält, ja, und ganz gezielt meine Person, mein Gesicht filmt und das hinterher veröffentlicht. Nein, wenn der hingeht und allgemein filmt, also mit der Kamera mal hierhin, mal dahin schwenkt und man ist eben zufällig mit im Bild, ja, auch gut erkennbar alles, dann darf der das veröffentlichen. Das ist nicht strafbar. Da gibt's nämlich Regelungen, wenn diese Person quasi nur so Beiwerk ist, ja, da du filmst irgendwo und ja klar, das war aber knapp, mein Freund. Und was soll dir das bringen? Wenn die Person nur Beiwerk ist, ja, dann gibt's da nichts, sich drüber zu beschweren. Ne? Das ist geregelt. Und ey, aber wie die sich da, und die haben dann hinterher, haben sie dann getanzt und so, weißt du, so irgendwelche abgezogen, wie gesagt, natürlich durch Alkohol animiert. Also das war schon, und da musste ich auch wieder denken, okay, dieses Gedenken an diese Sache mit dem Krieg und so ist ja irgendwo okay, aber es wurde ja schon wieder, ey, was soll denn das hier? Da wurde schon wieder irgendwo der Konflikt mehr oder weniger bei uns ausgetragen. Und da habe ich ein absolutes Problem mit. Na, wenn die hier sind, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, wenn die hier sind, haben die den Ball flach zu halten. Ja? Weil natürlich wissen wir, dass es Russen und Ukrainer gibt, aber ich finde, egal, ein Russe oder Ukrainer hier ist einfach ein Mensch, der hier in Deutschland lebt. Und wie gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass die ihre Konflikte hier bei uns austragen. Und vor allen Dingen, was mich total fuchst, ist, wer bezahlt diesen ganzen Mist da? Diese Hunderte von Polizeibeamten, diese Absperrung, dieses Ganze, was nötig ist und was da abgezogen worden ist. Ja, wir, die wir arbeiten, wir bezahlen das, ja, über unsere Steuergelder. Und das ist für mich rausgeschmissenes Geld. Was ist das denn für ein Auto? Ach, EQB 250. Ich sehe von hinten aus ein bisschen wie so ein Tiguan von VW. Echt krass. Ja, also da, den habe ich noch nicht oft gesehen. Eine Minute 20, sagt er hier. Naja, jetzt haben wir aber auch von 45, sind schon auf 49 hochgerutscht.
Naja, egal. Wir fahren Alsfeld-Ost raus. Es wird aber eigentlich dadurch die Zeit sich nicht erhöhen, weil Else, die ist mit dem Als... Ja, das heißt, ich muss mal gucken, ob sie überhaupt... Nee, sie sagt mir doch eiskalt, ich soll das Hattenbacher Dreieck. Aber tun wir ja nicht. Wir haben ja Freitag. Wir fahren ja freitags immer Alsfeld-Ost raus. Mache ich ja, ja für Spaß immer. Heute Nacht bin ich noch über Alsfeld-Ost auf die Autobahn. Das heißt also, das erste Stück eben über die B62 gefahren, weil eigentlich, ja, weil so wie mein Kollege zu mir meinte, ist wohl dieser Zubringer von der A5 zur A7 wohl wieder frei. Also da haben sie da ihre Asphaltreparaturen vorgenommen. Aber die Abfahrt Niederaula, also die direkte Abfahrt bei mir da, die scheint voll zu sein. Aber interessiert uns alles nicht. Wir fahren Alsfeld-Ost raus und dadurch ist die Sache geregelt. Ja, und die Jungs nähern sich wieder ihrem Feierabend hier. Jede Menge grüne Kipper. Was machst du hier für Zähne? Ja, mit Sicherheit für Zähne, wa? Pentadent. Ach, und da kommen sie wieder. Naja, so ein VW-Bus, der geht ja noch. Und hier sowieso, weil hier ist ja rechts auch ein bisschen Luft. Industriebau. Nee, was da los war, ey, puh. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses, ja, Vito, das sind ja hier mir die Liebsten, ey. Na, ich verstehe das auch nicht. Diese Russen, die da so total den Nationalismus raushängen lassen. Ich meine, die leben hier, ja. Die haben vielleicht zum Teil deutsche Staatsbürgerschaft. Gut, vielleicht auch nicht. Aber die leben hier, die arbeiten hier, die verdienen ihr Geld hier. Was soll das? Was soll das? Ich meine, vor allen Dingen habe ich so gedacht, das möchte ich mal sehen, ja? Das möchte ich mal sehen, dass Deutsche in Moskau eine Demo abziehen. Habe ich so gedacht, ey. Das ist nämlich der Punkt. Haben die hier zig Steinbrecher. Mein Gott, ey, das ist auch eine mega Baustelle. Aber die kommen ganz schön voran. Na, du bist auch breit, Kollege. Er macht das nicht, ey. Lass es bleiben. Komm, lass bleiben. Warte einfach die paar Meter ab. Das ist besser. Besser ist das für uns beide. Besser ist das für uns beide. Was schaltet der denn jetzt hoch? So, jetzt ist doch alles gut. Aus Witzen. Witznausen. Ah, macht einer eine Überführung nach Berlin?
Ach ja, da Überführung, da auch noch. Gestern bin ich ja dann auch Alsfeld-Ost raus, da war ja noch zu. Und es war auch noch der deutliche Hinweis, Richtung Würzburg hier ausfahren. Und das heißt also, es bin nicht nur ich raus, sondern es sind einige raus, andere LKWs, PKWs. So, vor mir so 4, 5 PKWs, davor 2 LKWs. Hinter mir ein nagelneuer Linienbus mit roten Kennzeichen, den ich auch vorher schon mal in Frankfurt registriert hatte. Vor allen Dingen, der war mehr oder weniger nicht alleine unterwegs. Das waren, glaube ich, insgesamt 3 Busse, alle 3 weiß, neu, Überführungskennzeichen, rot. Und aber der eine, wie gesagt, jetzt hinter mir, als ich dann Alsfeld-Ost rausfuhr. Ja, dann fuhren wir auch so eine Weile und dann geht's ja einmal sehr steil runter zu einem Ort namens Gehau. Kann ich auch gleich noch mal zeigen. Ey, da hat er echt gemeint, er müsste mich jetzt überholen. Ich bin 68 so gefahren, das war vollkommen okay. So, jetzt meint er, er müsste mich also überholen. Und ja, und donnert auf der nicht so üppig breiten Landstraße an mir vorbei. Na, ob das was wird, kann ich noch nicht sagen. Aber wie sagt man so schön, Versuch macht klug, ne? Naja, aus Trier. Der fährt eventuell da zu der Bude, die sie da bei uns hingeschnetzelt haben. Was ist der? Ah ne, vorne auch Deutsch. Oh, mal gucken hier, aber eigentlich fuhr der keine. Ah, ich bin ziemlich voll. Es könnte ein Problem werden. Was haben wir denn hier? 4. Naja, geht doch. Ja, jetzt fährt dieser Linienbus also hinter mir und es geht so eben so mit zwischen so mit 60, 65 läuft so. Na? Ey, da setzt er, wie gesagt, an vor Gehau den Berg runter, überholt mich und kann eigentlich gar nicht wirklich sehen, ob nicht im nächsten Moment jemand aus dem Ort da rauskommt, im Gegenverkehr und so, zieht dann rein, schafft es auch, seinen Bus auf 50 runter zu bremsen vor dem Ort, alles gut. Ja und, was hat's ihm gebracht? Bis zur Firma fuhr er dann direkt vor mir. Nein, es hat ihm nichts gebracht, außer dass er sich selber und mich, naja, einem erhöhten Risiko ausgesetzt hat, weil halt überholen da ist nicht so toll. Ich meine, es passt im Begegnungsverkehr, aber man muss auch schon sehr aufpassen. Und wie gesagt, es hat ihm überhaupt nichts gebracht. Es hat sich wohl in dem letzten Ort vor meinem Ziel nochmal ein PKW zwischen uns reingeschoben. Der fuhr also, naja, auch nicht so ganz schön vom Straßenrand los, aber war okay. Aber wie gesagt, es hat ihm überhaupt nichts gebracht. Und ich kenne ja die Strecke, die er hat weiter verfolgen müssen. Bis zu dem Punkt, wo er wieder auf die Autobahn kann, wird er es nicht geschafft haben, irgendwie einen weiteren zu überholen. Also er hätte, das war eine völlig unnütze Aktion. Völlig. Die er sich hätte sparen können, aber okay. Aber das haben wir ja schon mal gehabt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war sogar damals mit Kamera, wo ich dann Homberg oben raus bin und mich da auch einer überholt hat mit 90 Sachen, ein anderer LKW-Fahrer. Und hinterher musste ich feststellen, dass er, gut, er war dann erstmal weg, weil er eben wirklich Gas gegeben hat. Er ist dann aber Alsfeld Ost wieder rauf auf die Autobahn, also hat im Grunde den gleichen Weg gehabt wie ich, und ist dann auf dem Parkplatz, der direkt vor dem Abzweig von der A5 auf der A7 ist, so rechts, so ein bisschen vertieft, da hat er dann angehalten. Da habe ich mich auch gefragt, wozu hast du jetzt überholt? Ne? Weil halt ihm das ja nichts gebracht hat.
Ich sag mal, der fuhr da runter, der nicht, dass der da stand, nein, der fuhr dann ein Stückel vor mir da auf dem Parkplatz halt und ich zog dann vorbei. Also es war, hier hat er das Händchen nochmal hochgerissen. Kollege auf der Spätschicht Richtung Süden. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sagen kann, dass die neuen Türme daran zu erkennen sind, dass sie nicht nur, dass sie jetzt größer sind und größere Durchmesser haben, sondern dass sie immer diesen roten Ring haben um den Turm rum. Warum, weiß ich nicht. Und und die Flügelspitzen also auch mit roter Farbe versehen sind. Ob das wirklich das Erkennungsmerkmal ist, ich kann es nicht sagen, aber bei uns am Dorf brauchen sie auch nochmal drei neue von den großen. Ob sie dann von den kleineren welche wegnehmen, ich weiß es nicht. Ja, weil, na, die könnt ihr jetzt nicht sehen, da rechts, da sind nämlich haufenweise welche ohne roten Ring und ohne rote Flügelspitzen. Ganz schön Bundeswehr auf der Gegenspur unterwegs. Aber kann auch sein, dass da irgendeine Übung war, weil ich weiß gar nicht, war das gestern? Nee, es war glaube ich vorgestern. Da flog nämlich auch ein olivfarbener Hubschrauber bei uns so durch die Gegend. Dass diese Hybrid-Dinger ein EM-Kennzeichen haben, das finde ich ja auch. Ist ja auch so eine Augenwischerei, ne? Weil hier vorne dieser, was ist das jetzt? BMW, glaube ich. Man sieht ja, der hat noch Doppelauspuff. Na, er hat aber ein EM-Kennzeichen, also ist es ein Hybrid. Der fährt gerade mal 50 Kilometer mit Strom. Ich finde, das hätte, dieses E hätte wirklich den reinen, den 100%igen E-Autos vorbehalten bleiben müssen. Na, wieder einige polnische Mitbürger auf dem Weg nach Hause. Boah. Hier fährt man ein bisschen ins Wochenende oder in den Urlaub. Ja, eigentlich, der Kollege, entweder kommt er damit noch hin, dann tanke ich Sonntag, oder er tankt nur Sprit. Das würde, AdBlue sind noch 1600, doch, das würde eigentlich reichen, aber wenn er nur Sprit tankt. Ich werde nicht tanken, ich werde mich ziemlich schnell nach Hause machen. Na, das macht dann meine Frau glücklich. Und wie heißt es so schön? Happy Wife, Happy Life. Habe ich letztes Jahr wohl gehört. Fand ich ganz lustig. Happy Wife, Happy Life. Mann, was ist denn jetzt los? Kleinen Gähnanfall hier. Und ist meine Technik noch am Start? Ja, die Technik ist noch am Start.
Das sagt er, oh, der Verbrauch geht sogar auch. Gar nicht mal so schlecht. Ja, die Woche ging wieder rum wie nix, ne? Also wirklich, die ging so schnell rum. Ich weiß gar nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, ich möchte gerne mal die Zeit anhalten. Aber ich weiß ja, als gelernter Uhrmacher, die Uhr tickt und tickt. Ne? Die Uhr für Lebenszeit. Na, das scheint offen zu sein, weil gestern waren nämlich noch diese fetten quadratischen Felder, die ihr sehen könnt, dieses hier, das war immer so rot und grün und so, das war farblich so herausgestellt und dann stand auch deutlich, dass man also hier über die Autobahn nicht auf die A7 Würzburg kommt, sondern dass man also runter muss, hier runter. Ich meine, die da oben jetzt, die machen das aus anderen Gründen. Wir müssen jetzt wieder alles vorbereiten, falls wir doch mal da anhalten müssen, ne, am Berg. Und wir Fenster auf, dann. Und nicht zu schnell. Ja. Und schauen und durchziehen. Ja, ich liebe das, wenn man hier durchziehen kann. Ich meine, gut, das Anfahren am Berg ist kein Problem. Selbst ohne Berganfahrhilfe ist es kein Problem, weil wenn man die Feststellbremse richtig zu bedienen weiß, wie gesagt, ist so etwas keine Schwierigkeit. Und mit der Berganfahrhilfe ist es echt absolut cool. Also für die Pflanzen ist das Wetter ja top, weil ordentlich Feuchtigkeit, Regen, vor allen Dingen der Regen gestern, der war richtig geil, der war so schön, also leichter Regen und immer gleichmäßig in einem durch, was natürlich für die Bewässerung optimal ist, denn wenn es so, ja, Überholverbot, seht ihr, es gibt auch Pkw-Fahrer, die sich übers Überholverbot hinwegsetzen. Und hier hat es nichts mit Verkehrsregelung zu tun, sondern wirklich mit der Gefahr, weil es eben unübersichtlich ist durch die Kurven und so. Steht jetzt auf dem Navi, also B62 gelb, und dann steht da Vorstadt. Vorstadt, was für eine Vorstadt? Was soll das sein, die Vorstadt von Alsfeld oder was? Also manchmal ist das schon lustig. Boah, war ja auch wieder Heavy Wohnmobil. Und jetzt müsste aber, ja, lacht. Ja, guck mal, wie er lacht. Er sagt zwar 50 und ich fahre eigentlich nur 48, 49. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Das ist kein Problem.
ein Abrollcontainerfahrer. Oh, der hat noch einen alten Anhänger gehabt. Der hatte noch einen alten Anhänger, so wie ich den damals auch hatte. Und zwar der markante Unterschied ist der, diese Abrollcontainer haben ja Rollen drunter. Und früher war das so, du hast den abgesetzt auf deinem Anhänger mit den Rollen und dann war rechts und links eine ungefähr so hohe Wulst, damit er nicht quasi, also damit es so ein bisschen geführt wird und er nicht vom Anhänger runterrutscht. Was aber durchaus passieren kann, was mir auch damals passiert ist. Heute haben sie das anders geregelt. Heute ist das so, da haben die eine querliegende Schiene mit rechts und links Mulden. Und in diese Mulden setzt der Fahrer die Rollen von dem Abrollcontainer. Und dann drückt er alles nach hinten auf den Hänger und dadurch gelingt es ihm halt. Nein, dadurch läuft er nicht mehr Gefahr, dass ihm der Hänger vom der Abrollcontainer vom Anhänger runterrutscht, also über die Kante drüber geht, ja, weil diese ganze Schiene läuft bis nach hinten über den Hänger. Also man hat da wirklich sich was einfallen lassen und dadurch die Sicherheit deutlich verbessert und es auch einfacher gemacht für die zu bedienenden Fahrer. Ach, gestern, ich glaube, das war auch gestern, ne? War es gestern? Ja, kann sein. Da, mein Nachbar ist nämlich mal wieder aus Frankfurt da aufgetaucht und hat da wohl wieder so ein bisschen rumgebastelt an seinem, ja, ich hätte fast gesagt, Spekulationsobjekt. Und da gab es einen Grund, dass ich dachte, ich spreche den jetzt noch mal an wegen der Geschichte mit dem Auto, dass er mir da nicht auf dumme Gedanken kommt. Ich sag mal, und wir deswegen also in einen Streit geraten. Und ich habe dann, dann war es so, der hatte überhaupt keine Klingel da. Dann habe ich gerufen, geklopft, nichts rührte sich. Dann bin ich rein ins Haus, bin bis nach oben auf den Dachboden und da hat er dann irgendwas gemacht mit Isolieren. Da habe ich gesagt, hör mal, komm mal, wir müssen mal reden. Und dann habe ich ihm einfach mal nochmal erklärt, dass wir ja schon über 20 Jahre da in dem Dorf leben und ich weiß nicht, schon über 12 Jahre in dem Haus da und dass ja mein abgemeldetes Auto schon seit 3 oder 4 Jahren da steht und niemand sich bis jetzt aufgeregt hat aus der Nachbarschaft. Vor allen Dingen ist es ja so, ein nach rechts ein Haus weiter hat jemand einen abgemeldeten Wagen stehen, nach links die Straße, übernächstes Haus hat jemand einen abgemeldeten Wagen stehen. Was weiß ich, 100 Meter Luftlinie hat jemand einen riesigen, auch nicht schön aussehenden Haufen, einfach hingeflackten Haufen Holz liegen. Und da habe ich ihm mal gesagt, für wie viel dieses Haus mal über den Tisch gegangen ist. Da war er erst mal geschockt, als ich zu ihm gesagt habe, hör mal, der dir das Haus verkauft hat, der hat das Ding für gerade mal 10.000 Euro gekauft. Und da hat er sich aufgeregt, er hätte 38 bezahlt. Naja gut, man muss ja auch dazu sagen, der Rumäne, der es vor ihm besessen hat, hat ja auch das Dach komplett neu gemacht. Gut, es fehlt was an der Kante und so. Ach, gerade hat er wieder dieses Heckklappenzeichen gezeigt. Ich verstehe es nicht. Immer auf den letzten Kilometern macht er auf Heckklappe. Naja, auf jeden Fall
habe ich zu ihm gesagt, ich sage, hör mal, du hast mir einen vom Umfeld erzählt. Ne? So nach dem Motto, der Wagen oder der Anblick des Wagens würde so das Umfeld verschandeln und so. Und da habe ich so zu ihm gesagt, ich sage, was willst du mir denn jetzt hier vom Umfeld erzählen? Ich sage, guck doch mal, wie das Umfeld aussieht. Ich sage, wir sind hier nicht in Frankfurt und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich meine, ich bin da ehrlich, ich bin da manchmal auch ein bisschen scharfzüngig. Ich habe dann so zu ihm gesagt, weißt du, das Einzige, was hier Frankfurt ist, ja, das ist der Preis von deinem Haus. Überleg doch mal, sage ich zu ihm. Du hast hier 100 Quadratmeter, wir haben 600 Quadratmeter und du willst das Doppelte von dem haben, wofür unser Haus geschätzt worden ist, ja. Und Wohnfläche ist ja gleich und wir haben ja die Doppelgarage. Und wie gesagt, Wohnfläche ist gleich, wo man sich aber schon fragt, wo er die Quadratmeter herholt. Bei uns ist es also so, dass wir ja wirklich nur das, was man auch als Wohnfläche zählen kann, genommen haben. So einiges an Nebenräumen, ne, das zählt für mich nicht. Ich meine, wer wohnt schon im Heizungskeller oder im Holzkeller? Und dann die Doppelgarage und so. Die er ja nicht hat. Und wie gesagt, da habe ich zu ihm gesagt, das Einzige, was hier Frankfurt ist, ist der Preis von deinem Haus. Ich sage, für mich ist das Spekulation. Nein. Dann fing er an, ja, ganz am Anfang, da wäre wohl jemand von der Stadt Hersfeld da gewesen, die hätten sich wohl für das Haus interessiert, um da zwei ukrainische Familien unterzubringen. Aber die hätten ihn dann angesprochen, ob er einen guten Draht zu mir hätte. Und da hat er gesagt, naja, gut, ganz normal und so. Ne? Ja, weswegen denn? Ja, wegen dem Auto. Ne? Ob da nicht irgendwas mit dem Auto passieren könnte. Ey, verdammt mich nochmal. Und da habe ich, und ich habe ihm jetzt vorhin gesagt, ich sage, pass mal auf. Ich sage, wenn das mal spruchreif ist, ja, also wenn du einen Vertrag mit Hersfeld gemacht hast, ich sag, dann können wir immer noch darüber reden, ja. Aber solange da nichts passiert ist, ich sag, werde ich nichts machen. Ich sag, und, ich will keinen Streit, ich will meine Ruhe. Habe ich auch zu ihm gesagt, ich sag, wir wollen auch keinen Streit, wir wollen unsere Ruhe haben. Ich sag, und in den ganzen Jahren hat nie einer was gesagt und du kommst jetzt hier auf einmal an. Ich habe ihm noch ein kleines Angebot gemacht. Ich werde das wohl an diesem Wochenende machen. Der steht ja, also der ist vorne höher als hinten, weil der auf so Bauböcken steht. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich werde den wohl mal hochdrücken und dann werde ich den runterlassen und werde den auf Steine setzen, sodass er wesentlich niedriger steht. Und ich habe ja er sieht ja auch so augenfällig schlachtmäßig aus, weil ich den ganzen Stoßfänger von vorne, den Plastikstoßfänger, ja komplett weggenommen habe. Und dadurch ist er ja dann grün und alles, was unterm Stoßfänger war, ist also schneeweiß. Und dadurch fällt es natürlich sehr auf. Und da habe ich mir so gedacht, dann gehe ich einfach mal hin und mach den tiefer und mach den Stoßfänger drauf. Räder habe ich leider nicht mehr. Und dann sieht das alles schon ganz anders aus. Ne? Dann so als kleines Entgegenkommen. Dafür soll er mir aber quasi nicht mehr weiter auf die Nerven gehen. Ich habe ihm auch gesagt, ich könnte natürlich hingehen und jetzt da die Hecktüren und die Seitentüren abbauen. Das wäre für mich verwertbares Zeug. Die Haube geht nicht, weil der andere Grüne hat so ein geändertes Styling vorne. Scheinwerfer würden auch nicht passen. Die sind aber auch nicht mehr schön bei den alten Dingen. Gut. Schrauben, ne? Manchmal braucht man nur eine einzelne blöde Schraube und ich sag euch, geh mal hin und kauf mal Originalschrauben bei Renault. Da fällst du aber vom Glauben ab, ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich könnte natürlich jetzt die Türen abbauen und so weiter. Ich sag, aber dann muss ich die irgendwo lassen. Und dann nehmen sie mir in der Garage Platz weg.
Und wenn ich sie vor die Garage stelle, was ich natürlich machen könnte, ich könnte mir natürlich ausgebaute Türen da bei mir vor die Garage stellen. Ja, aber da kann ja sein, dass einer dann vorbeikommt und nimmt die Tür mit. Na, solange sie am Auto verbaut ist, muss ich mir da keine Gedanken machen. Naja, ich hoffe mal, dass wir das da geregelt haben, dass der mir da nicht an die Karre fährt. Ja, dann habe ich noch gelesen, dass jetzt die Immobilienpreise fallen für nicht sanierte Häuser. Und na, er schreibt zwar, hier runter hat er mich überholt. Guck mal, hier hat er mich überholt. Der kann nichts sehen, was von rechts da aus dem Ort kommt, Kurve. Da ist er hier, der Bus an mir vorbeigezogen. Und wie gesagt, für nichts. Für rein gar nichts. So, aber jetzt werden wir mal hier unser Feierabendkippchen starten, ne? Habe ich gerade die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr gesehen. Hat mir heute Morgen ein Kollege einer anderen Spedition irgendwie gesagt, bei ihm im Dorf da werden sie eingebrochen in die Freiwillige Feuerwehr, haben für 25.000 Euro Material gestohlen und ich meine, das wäre ja eine Sache, ja? Weil da, wo man ja, wie soll ich jetzt sagen, nein, ich will nicht sagen, verstehen, das verstehen kann man so ein Mist nicht. Wir haben es da nachvollziehen. Naja, aber wo man sich sagen kann, okay, das waren Kriminelle, die wollten sich brechen. Aber warum haben sie alles irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, was sie nicht mitgenommen haben, so beschmiert? Oh, da ist er doch noch vor mir drin gewesen, du. Guck mal an, mein Kollege, mit dem ich telefoniert habe. Also, der ist jetzt auf dem Hof, das war jetzt sein Spannmann. Und der hat ganz schön Gas gegeben, fand ich, aber okay. Nochmal wieder schauen. Ja, ihr seid noch da, alles ist gut. Und ja, die haben eben alles zerstört, sodass die Feuerwehr nicht mehr ausrücken kann, nicht mehr arbeiten kann. Da denke ich nur, was sind das für Schweine, ne? Mann! Da habe ich ja für jeden Einbrecher, der irgendwo einbricht und den Schmuck stiehlt, mehr Verständnis als für sowas. Also dieses motivlose, extreme Zerstören, ich meine, das ist, nee. Das ist schon irgendwie verrückt. Im Grunde, naja, aber leider läuft es ja schicksalsmäßig nicht immer so. Genau genommen müsste das so sein. Bei denen, die es kaputt gemacht haben, müsste ein Feuer ausbrechen und dann die Feuerwehr nicht rechtzeitig vor Ort sein, weil sie eben erst aus den Nachbarorten kommen muss, ja, weil die dann das da zerstört haben. Das wäre so. Ey, was ein Geknarze hier irgendwie. Irgendwie knarzt die Karre. Oh, er hat ihn aber eingepackt hier, du, mein lieber Schwan. Na, ah, wieder was los im Fischladen hier? Natürlich, wie immer. Fischladen Geisel. Ja, kann auch sein, hier war auch irgendwie
ist irgendwie eine Thermoskanne im LKW letztens von jemandem zurückgeblieben. Die habe ich hier einfach in das Staufach gepackt, weil wenn sie hier neben mir steht, bringt ja auch nichts. Hinterher fällt sie noch um und das war eine Glaskanne, ja, also mit Glaseinsatz. Da geht die hinterher noch kaputt. Habe ich die da ins Staufach reingemacht. Kann das natürlich sein, dass die jetzt ein bisschen Geräusche macht, weil sie irgendwie in Berührung kommt mit der Kunststoffwandung. Müssen wir mal sehen. Ah, Mini-Bagger. Was das nur ist, ey. Dieses Ding mit der Heckklappe, ne? Jetzt wieder, ey. Immer, ihr könnt es vielleicht so gerade eben erkennen, wenn es aufblinkt. Dieses rote Symbol hier unten, hier da in dem Feld unter den eingestellten 65. Das ist schon schräg. Vor allen Dingen, das ist nicht. Es ist nie, wenn ich runterfahre. Wirklich nie. Es war bis jetzt noch nie, wenn ich runtergefahren bin. Es war bis jetzt auch noch nie auf der ersten Hälfte, wenn ich von Gaggenau Richtung Heimat gefahren bin. Nein, immer auf den letzten Kilometern hier Richtung zu Hause. Ich könnte mich kaputt lachen. Ich meine, es ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Klappe hätte, würde ich mehr Sorgen machen. Aber da ich ja keine Klappe habe, mache ich mir natürlich keine Sorgen. Kerle, schon wieder so ein Suzuki. Ja, wie gesagt, dafür, wo ich gerade diese neuen Häuser da unten sehe, war eben die Meldung, dass jetzt die Immobilienpreise für nicht sanierte Häuser fallen. Ich meine, da kann ich wieder nur sagen, was bin ich froh, dass wir das Glück hatten, so günstig zu kaufen, weil weniger als das, was wir bezahlt haben, das wird nie der Fall sein. Und ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich denke mal, das wird auch hoffentlich auf der politischen Ebene abgeschmettert, dass das schon nächstes Jahr kommen soll. Also die Gegenstimmen sagen ja nicht komplett nein, aber sie sagen, da brauchen wir 3-4 Jahre länger, um diese Geschichte zu realisieren. Und so ist es ja auch. Und wir werden mit Sicherheit keine Kernsanierung bei uns vornehmen. Also vorher, ich glaube, vorher gehe ich hin und verkloppe die Bude oder was. Aber wie gesagt, da wollen wir gar nicht drüber reden, weil es nicht zur Debatte steht. Bis jetzt. Habe ich auch letztens gehört, da ging es so ein bisschen um Verordnungen, Bauverordnungen, also Gedöns. Und da wurde dann gesagt, da ist eben eine Partei am Start, die bringt dann solche neuen Regelungen, Verordnungen wieder raus. Und nach 4 Jahren werden sie dann abgewählt, da kommen dann neue halt. Und ja, und es ist so, die Neuen gehen ja oft nicht hin und entfernen wieder diese Verordnung. Nein, die machen noch mal welche dabei. Also es wird immer schlimmer. Und es ist wirklich, ich habe da ja nicht so den Plan,
Aber das muss so extrem sein bei Neubauten oder auch bei so Kernsanierungen mit Trittschalldämmung und was du da alles erfüllen musst. Also das sind alles Sachen, die zum Beispiel unser Haus überhaupt nicht erfüllt. Wenn da oben jemand rumlaufen würde, hörst du es halt unten. Das ist nun mal so. Und es, ja gut, da, wir haben auch gesagt, Geld hätte und würde beabsichtigen, ein größeres Haus zu bauen, weil man jetzt eine Familie ist mit 2, 3 Kindern, dann muss man im Grunde schon ja so vorausschauend bauen, mit dem Hintergedanken, naja, wenn die Kinder dann mal raus sind und ich bin mit meiner Frau alleine, dann können wir das trennen, um halt eben aus dem Einfamilienhaus ein Zweifamilienhaus zu machen. Damit man nicht eines Tages nach Haus muss, weil man zu wenig Wohnraum hat. Ja, aber wir haben es geschafft. 11.55 Uhr, also ganz gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.